Die dritte Alpgemacht-Genusswanderung hat einen Termin, den 14. Mai. Von 11 bis 18 Uhr sind dann wieder alle Interessierten eingeladen, nicht nur einen schönen Tag in den Weinbergen Neuhausens zu verbringen, sondern auch mit den Produzenten der Regionalmarke Alpgemacht ins Gespräch zu kommen. Die Metzingen Marketing Tourismus GmbH bietet außerdem ein umfangreiches Rahmenprogramm an. Hinter der Marke Alpgemacht steckt das Versprechen, die Artenvielfalt zu schützen und zu erhalten. Fast 5 Jahre gibt es sie schon. Jedes Jahr kommen neue Produzenten aus dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb dazu. Das neue Produkt, die Alpgemacht Bio-Dinkelnudel, da ist vorne die Feldlerche mit drauf. Und einfach auf den Getreideäckern und auf den Futteräckern der Hühner, also das Produkt besteht aus Eiern und Mehl, ist eine Artenvielfalt da, die durch die biologische Bewirtschaftung entsteht. Und dort findet einfach die Feldlerche noch einen Lebensraum. Und das kommunizieren wir aktiv. Mit dem Kauf dieses Produkts hilft man dieser Art. Die Alpgemacht-Genusswanderung in den Weinbergen von Neuhausen, hier Bilder aus dem vergangenen Jahr, bietet die seltene Gelegenheit, direkt mit den Erzeugern ins Gespräch zu kommen. Wir haben alle Produzentinnen und Produzenten in den Weinbergen platziert. Es gibt eine Strecke über 2 Kilometer, die jeder selbstständig gehen kann. Und dort sind alle vertreten. Der Schäfer, der Imker, die Müllerinnen, der Milchbauer. Und mit denen kann man ins Gespräch kommen, sich über die Produkte austauschen, dann auch über die Maßnahmen. Also was macht Alpgemacht mehr als regional? Was machen die noch zusätzlich zu dem, dass das Produkt hier aus der Gegend kommt? An den Ständen dürfen die regionalen Produkte dann natürlich auch gekostet und gekauft werden. Bewirtet wird aber auch rund um die äußere und innere Kelter. Zusätzlich gibt es ein vielseitiges Programm. Los geht es mit einem Freiluftgottesdienst um 10 Uhr. Da es ja Muttertag ist, gibt es für die ersten 100 Mütter, die uns besuchen kommen, einen Gratis-Sekt von der Metzinger Hofsteige. Dann kann man sich da schon mal wohlfühlen und einfinden in die Veranstaltung. Und dann führt eben ein schönes Mitmachprogramm entlang des Weges. Ein Gewinnspiel haben wir. Dann haben wir ein paar Aktionen für Kinder. Wir haben ein Streichelzoo. Wir haben Wurfspiele mit großen Holzkarotten, die man treffen muss. Zudem gibt es Live-Musik und verschiedene Infostände, etwa von der Klimaschutzagentur Reutlingen oder den Hochgebergen. Die dritte Alpgemacht-Genusswanderung wird von der Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb, der Regionalmarke Alpgemacht und die Metzingen Marketing Tourismus GmbH veranstaltet.